Herzlich willkommen zur heutigen Gute-Nacht-Geschichte. Ich lese euch vor Rapunzel im Märchenwald. Am dritten Urlaubstag in den großen Ferien gingen Vater und Mutter mit der kleinen Gabi in den Märchenwald. Das war ein Park, in dem viele Märchenfiguren in Märchenschlössern und Häusern standen. Manche bewegten sich. Da waren Schneewittchen und die sieben Zwerge, Dornröschen im verwunschenen Schloss, der böse Wolf und Rotkäppchen im Wald, der Froschkönig, die sieben Geißlein, Frau Holle, die Bremer Stadtmusikanten und viele mehr. Gabi bestaunte einen Turm ohne Eingang, in dem nur ganz oben ein Fensterchen war. »In diesem Turm hält die böse Zauberin das Mädchen Rapunzel gefangen«, erzählte die Mutter. »Kein fremder Mensch darf hinein. Wenn die Zauberin kommt, ruft sie, Rapunzel, Rapunzel, lass den Haar herunter.« Dann lässt das Mädchen seine langen blonden Zöpfe hinunterfallen und die Zauberin klettert daran hinauf. Der Vater wies auf ein Täfelchen am Turm. Gabi las. »Sprich laut in das Mikrofon. Rapunzel, Rapunzel, lass den Haar herunter.« »Das Mikrofon steckt hinter der Öffnung neben dem Täfelchen«, erklärte der Vater. Gabi beugte sich vor und sagte laut, »Rapunzel, Rapunzel, lass den Haar herunter.« Und hoch oben im Fenster erschien ein blonder Mädchenkopf. Die Zöpfe fielen herunter, wurden wieder nach oben gezogen und der Mädchenkopf verschwand. Noch 10-mal ließ Gabi Rapunzels Zöpfe herunter und hinaufgleiten. Dann ging sie zu den Bremer Stadtmusikanten. So merkte sie nicht, was bei Rapunzel weiter geschah. Dort sagte ein Lausbub zu seinen Freunden, »Den Rapunzelspruch müsst ihr gar nicht rufen. Ihr könnt jeden Blödsinn ins Mikrofon sagen. Hauptsache, ihr sagt ihn laut.« Er schnippte mit den Fingern und rief, »Muh!« Die Zöpfe erschienen und verschwanden wieder. Auch die anderen versuchten es. »Bäh!« rief der eine, »du bist blem blem«, der andere, und der dritte sagte laut, »du dumme Gans!« Jedes Mal glitten die Zöpfe herunter und wieder zurück. Gut, dass es Gabi nicht merkte, die wäre wahrscheinlich enttäuscht gewesen. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne gute Nacht und bis zum nächsten Mal.